Was geht, Leute? Es wird wieder gedisst. Edis der Breite. Haut wieder ein Diss-Track raus. A bis Z. Ich habe schon ein paar Clips gesehen. Es wird anscheinend richtig geil. Und wir schnacken gar nicht groß rum. Wir gehen direkt rein. Ja, das ist der Casey dabei. Jumbo. Edis. Was machst du da, Bruder? Ach nichts, Bruder, ich reacte auf so ein paar Streamer, die gehen mir alle so auf die Nerven. Wer, Bruder, wer? Alle, Bruder, die sind so, keine Ahnung, hier, da weint ein John Broke, hier ist der am Statement machen. Aber du sagst das die ganze Zeit schon, seit einer Woche disst die doch alle. Ja, das hört sich gut an. Gute Idee, oder? Und wenn wir schon dabei sind, dissen wir alle von A bis Z. Bruder, das ist doch mein Reden, die ganze Zeit schon. Wieso, aber du hast es wieder gezeigt. Oder? Ja. Wallah, wir haben eh nichts zum Scheißen. Komm, wir essen jetzt kurz welche. Kannst du nicht ein Beat machen? Und zack. Nur mal so nebenbei, Casey ist auch ein krasser Disser, ne? Damals mit Beef mit Ratar, ne? Die meisten Jugendlichen wissen das gar nicht mehr. Aber der hat ja Ratar gedisst damals. Mhm. Richtig, so richtig fett sogar noch. Wenn jetzt Edis da wirklich Hilfe von Casey noch dazu bekommt, dann ist krank. Ich bin gespannt. Letzter Diss-Track war ziemlich gut von Edis. So dafür, dass der Streamer ist. Ich mach direkt ein. Boah, wie krank, Bruder, dass wir zufällig im Studio sind und Clay hier ist und wir alles schon fast vorbereitet haben. Dann fangen wir an, Bro. Ich geh rein in die Booth. Aber wir brauchen erst einen Text. Haben wir ein Beat überhaupt? Ja, warte, ich zeig. Ich glaube. Hä? Jungs, ich glaube, es war Schicksal, dass wir uns heute hier alle versammelt haben. Ich glaube auch, Bruder. Es soll so sein. Dann machen wir es eben nochmal. Wir wieder Rap. Ich würde sagen, sag mir gleich, wenn du alles dissen willst, ne? Und dann sag mir so einen Satz, der dir auf dem Herz brennt. Pro Person sagst du, bei dem muss man das sagen. Ich habe schon einige. Ja, oder? Ja. Das gibst du mir gleich als Input. Und Rebelovic ist dann für Quality Control zuständig. Sehr stark. Ja, ich glaube, wir haben jetzt auch hier brutale High-Quali-Arbeit, Bruder. Das ist ja wie wir gehen gerade in Boxtraining und einfach Mike Tyson will uns trainieren. Weltstark, oder? Ah, komm, A. Wir fangen direkt an A. A, da fällt mir gleich der Ding ein. Amar. Amar? Amar. A, B, C. Also wir werden versuchen, von A bis Z alle zu... Es gibt wahrscheinlich ein paar Buchstaben, wo wir ein bisschen weglassen werden. Sonst wird das so ein 50-Minuten-Track. Die Interessanten. Die Interessantesten nehmen wir. Mach mal. A, Amar, Abu Goku. Ah, okay. Warum Abu Breitenberg? Goku, der macht doch nur Food-Videos. Ich dachte, der ist Abu Goku, das, ja. 10-mal A und dann am Ende ein Buchstabe gar nichts. Alphabet mit Edis. Bruder, ich mag dich, Breitenberg, aber heute ist künstlerische Freiheit. Okay, wir schreiben jetzt Text und dann werden wir aufnehmen und dann zeigen wir euch die Aufnahme, wie das aufgenommen wird. Und ich an der Stelle, ne, ich distanziere mich hardcore, so wie in der Streaming-Sprache Edis das sagen würde. Ich distanziere mich hardcore. Ich bin nur wie Dings, Bruder, wie so ein Maler-Lackierer. Hier, für 500 Euro kannst du mein Zimmer streichen. Hier hast du einige Alben aufgenommen, ne? Ja, hier habe ich Maximum 3, Hasso. Das Rebel Army Album habe ich hier aufgenommen. Komm. Also ich glaube, für sehr viele Menschen, die das Video gerade anschauen, ist es eine Ehre eigentlich. Ich spreche durch dasselbe Mic, womit Alben aufgenommen worden sind. Ah, ja. Hallo. Oha. Oha. Bruder, ich schwöre, Bruder, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Meine Stimme hört sich voll krass an. Back on deck, on my fly shit. Really on, really on my shit. Pay some respect to my mindset. Du hast alles kaputt gemacht. Oh! Würde ich sagen, seht ihr jetzt den Clip und die Fertigkeit. Kaputt gemacht. Oh! Würde ich sagen, seht ihr jetzt den Clip und die Fertigstellung. Jetzt geht's los. Jut. Ah, euer Amjaolo knallt heute Amar und den Abu Goku. Diese beiden stehen nur für die Kanakquote. Breitenberg erzählt, er hätte Chicas geklärt. Aber dieser Peach hat allerhöchstens E-Mail-Verkehr. C wie der Choleriker, Jump Broke, die Oberdiva. Kurde rief mich gestern an, er hätte gern sein Logo wieder. Denergy, Daniel Slump und Delery TV. Oh, hätten eigentlich ne Ausbildung gebraucht. Servus, schöne Grüße, Edis. Der Schmale dreht krummere Dinger als Elias Nase. Kommen wir zu F, diese Phoebe ist Wahnsinn. Er ist raus. Edis wird jetzt gecancelt von Elias. Und raus aus der Bubble. Kein Event mehr, kein gar nichts mehr, du bist raus. Among Us, nichts mehr, das war's.
Aber warum hast du ein Beef im Namen drin? Okay, so wie Gronkh ist ein Haar, so wie Honk. Yeah. Und InScope ist fake wie Mickey Sass. Gronkh ist doch gar nicht in der Bubble. Oder der dachte ich einfach bei G, Gronkh. Warum Gronkh, der Arme, der lass dir mal Gronkh in Ruhe, ja? Der ist Rente. Marathon, Jordan und Sammy machen aus dem Kinderzimmer Squid Game. Ihr würdet für 100 Subs beide auf den Strich gehen. Kuchen macht bei Blaulichtbrillen Marktanalyse, aber ist sich nicht zu schade, Frauen zum Zahnarzt zu prügeln. Let's go, dieser Drecksputo. Komm, wir machen eine Runde Jet Kondo. M, so wie Monte, oder scheiß drauf, der heult zu viel. Marc G. Bauer liebt Parfüme, Uhren und teure Deals. Yeah. Mert Abi Mula, er ist Rapper, YouTuber, dann Twitcher. Was kommt noch zu Juchlo, Jumurta? N, so wie Niklas, Walla, du bist mein Amigo. Dich werd ich nicht dissen, Bro, dir schenk ich ein Bayern-Trikot. Und wenn ich Papa Platte ernsthaft mit nem Streit droh, sagt er, what the fuck, I mean, this is actually nice, Bro. Rohat, dein fetter Arsch sieht aus, so wie Borat. Du ziehst dich an wie Travis, doch siehst aus wie ein Morat. Dieser Sidney denkt, er hätte Fußballer-Gene. Und Skoros neuer Server ist wie Flughafen Tegel. T, so wie Tizi, Schubech, ihr habt Klicks gekauft. Yeah. Tanzverbot, ich geb heute Kredite ohne Zinsen raus. Alleine in Madeira für ein bisschen mehr vom Fluss. Unge hat seit Wochen nicht geduscht. Z, so wie Zabex, wenn er schwitzt, ist es Bratfett. Heute red nicht Klartext, du hattest Hype, das war's jetzt. Ich disse, wie ich will und weil ich King bin hier draußen. Natürlich bring ich diesen Text mit zwinkerndem Auge. Was meint er mit zwinkernden Auge? Meint er so mich, ey, so, ne? Auf Joke-Bass oder so mäßig? Es ist Joke, zwinkernden Auge. Mit so einer kleinen Nachricht so dahinter. Diese Jokes mit einer Nachricht dahinter. Keine Ahnung, aber es war ein starker Song, ja? Also, was sagt er noch? Naja. Saygılar Hüseyin abi. Dankeschön auch an den Producer. Das war wirklich sehr schön, ne? Also, gibt's nichts zu sagen. Wir haben wirklich schön hier schön gearbeitet. Vielen Dank, mein Bruder Herz. Vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, vergiss nicht, das ist alles nur Spaß. Also nimm das mit Humor. Ich habe keinen davon ernst gedisst, außer vielleicht ein, zwei Leute. Aber ansonsten war alles Spaß. Ich küsse euer Herz und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao. Stark, okay, stark. Das meint er also mit zwinkernden Auge. Weil, wenn diese Reaction online ist, dann gab es schon längst von Jump Broke eine Reaktion und die war schon böse. Also er ist ausgerastet. Ja. Übelst ausgerastet. Und ich weiß jetzt nicht, er sagt, er hat ein, zwei Leute auf Ernst gedisst. Vielleicht ist dann Jump Broke einer von denen. Das ist das. Ja. Das ist das so. Aber sagen wir es mal so, hätte er das jetzt nicht gesagt, so außer ein, zwei Leute, dann hätte ich es nicht mehr abgekauft. Das war lustig. War auch lustig, ne? War auch lustig, ja. Und war aus Spaß, man hat das gemerkt. War cool geworden auch am Ende. Da wäre, glaube ich, kein Drama entstanden. Aber dieser Satz am Ende, egal, wir haben auf jeden Fall wieder Reaction-Content. Das war schon mal klar. Jedoch war es auch eine richtig krasse Steigerung rein. Also, ne, der Text, man merkt richtig, da war Casey dabei. Ja, ja. Es ist eine große Steigerung zu seinem letzten Diss-Track. Und ansonsten, er hat halt die Stimme dafür, ne? Ja, ja. So, der könnte, wenn er will, so ein bisschen auf Farid-Art rappen noch. Der könnte auch wirklich einfach Edis der breite Rapper werden. Ja. Gangster-Rap. Auch wenn das heutzutage tot ist in Deutschland. Theoretisch könnte der was machen, so wegen seiner Reichweite, ne? Ja, Merz war ja auch Rapper, ne? Ja, hat da nichts gebracht mehr irgendwann. Egal. Das war's für heute, Leute. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Liken, abonnieren, kommentieren, wie immer. Den Links unten folgen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.